Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier euer Olli für euch am Start mit Bioshock Let's Play, genau, Part 19. So, also ich muss natürlich noch ein wenig an das Mikrofon ran. Ich habe jetzt hier ein brandneues, neues Mikro, so richtig schönes Studio-Mikro. Also ab jetzt wird der Sound um einiges besser sein, hoffe ich zumindest. Ja, und wir sind in Fort Frolic stehen geblieben, da wo dieser wunderschöne, tolle Künstler gerade sein Unwesen treibt und wir ihn finden müssen, damit wir einen Schlüssel zu Adam Andrew Ryans kommen. Rauchen? Zigarette rauchen. Oh, schön. Stimmt, ich habe noch was vorbereitet. Das heißt vorbereitet. Ich habe mir hier noch ein Bierchen frei mitgebracht. Oh, durch das Mikro. Achtung. Ah, oh, das Zischen der Flasche. Nein, weil ihr seid ja meine Freunde, ihr seid alle meine treuen Recken auf der Suche nach dem Ausgang. Und zwischendurch muss man sich natürlich auch was gönnen. Ein wunderschönes Heineken-Bier, also im Moment mein Lieblingspilz. Außer natürlich hier schönes Badener Rothaus-Tanzzäpfle. Erstklassig. So, ich bin ja eher ewig lang rumgeirrt. Oh, kann ich nochmal rauchen? Nee, Registrierkasse untersuchen, da war nichts drin, genau. Genau, und ich stand vor diesem Aufzug und dachte, der wäre versperrt, aber ich hab's übersehen, ne? Es tut mir wirklich leid für diejenigen, die sich fünfmal gegen das Gesicht gehauen haben. Ich hab's übersehen. Ja, genau. Genau, kommt bitte alle. Kommt bitte alle, dann, wenn ich den Aufzug rufe. Komm, stirb. Ja, stirb. Oh, okay. Wie setze ich... Oh Gott! Huhuhuhu. Die sind ja drauf, ey. Die sind ja drauf. So, wieder ein bisschen Money gemaked. Warum ist da ein Stuhl drin? Naja, gut. Aufzug benutzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Was zum Teufel? Sander Cold, genau, hieß der. Jetzt bin ich im nächsten Stock. Was ist jetzt los? Okay, Leute. Okay, Leute. Hier läuft schöne Musik, aber das könnte auch trügerisch sein. Pharaoh Fortune Casino. We play for keeps. Hier öffnet sich einfach mal so... Oh Gott, ist er das? Wir nähern uns. Wir laden nach. Hoffen, dass er das nicht gehört hat. Ich versuch's ja. Okay. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Junger Fitzpatrick. Er spielt hier irgendwas. Ist das ein Schattentheater? Hängt die, heißt es, dass die da oben hängen? Okay, Moment. Moment, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Das war mir irgendwie klar. Komm jetzt runter, kleine Motte. Leben. Tod. Die Bürde des Künstlers ist, okay, es einzufangen. Ey, also, der Typ macht mir echt Angst. Hier auf der Bühne an. Ja. Nimm deine Kamera. Fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Moment, ist das ein Gipszuschauer? Alter. Fotografiere... Scheiße, das habe ich nicht gelesen. Cohen möchte, dass du die Leiche von Fitzpatrick, dem tollen, toten Pianisten, fotografierst. Okay, Fotokamera. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten! Zählt das? Das war doch Fitzpatrick, oder? War das jetzt richtig? Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen. Nein. Ich darf nicht Motte zu nennen. Und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit...
Oh Mann, ey, der macht mir Angst, Leute. Echt, der macht mir wirklich Angst. Oh Gott. Richtig. Oh Gott, boom. Okay. Muss ich da durch? Ja, muss ich. Steht hier? Sander Combs Bedtime Surprise. Sind eigentlich alle Filme früher von dem? Kann ich nicht. Am besten einfach durchrennen. Da! Okay. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich meinst du Andrew? Ich verstehe es nicht. Ja, ich sehe es. Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Berühre es. Ey, ich komm nicht klar, ehrlich nicht. Benutzen. Ah, das ist mein Foto, was ich gemacht habe, tatsächlich. Ja, das ist Fitzpatrick. Mord. Ach, der hat eine Armbrust? Geil! Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Motte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Das ist also ein Quadrichon. Sobald sie ihre Belohnung macht Sinn. Erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Ja, jetzt. Danke. Jetzt hör auch mal auf zu schwafeln. So, wo muss ich hin? Ich muss jetzt irgendwen umbringen. Wo muss ich hin? Könnte auch wieder mit dem Spotlight auf mich zu zielen. Das macht mich nervös. Wo ist diese Kamera? Ich höre die ganze Zeit eine Kamera. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Ey. Ja, dann. Ist es nicht das? Da steht Poseidon Plaza. Fleet Hall. Da ist noch geschlossen. Ist das Poseidon Plaza? Ja. Oh. Neues Plasmid. Nee. Oh. Everybody loves my daddy. Wunderschön. Also wir müssen jetzt hier in der Vorhalle ein Foto nach dem anderen abgeben, damit er sein Quadrichon irgendwie von Sander Cohen, dass er sein Quadrichon irgendwie vervollständigt kriegt. Und wir sind die kleine Motte und müssen das jetzt machen. Also, und dann meinte er, er gibt uns den Schlüssel zu Andrew Ryan, dass ich bezweifle, dass er es machen wird, aber naja. Oh Gott. Ich kann deinen Atem sehen. Oh Gott! Oh Gott! Okay, Leute. Okay. Tonband, obwohl es vereist ist. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Sander Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Ey, es wird so gruselig gerade, ehrlich. Oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Wahrscheinlich wieder einfach nur... Ist er das? Oh, nee. Schon wieder so einer. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin eingefroren. Was jetzt? Ich
schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Oh Gott. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Was machst du? Was machst du? Jetzt hat er mich wieder aufgetaut. Habe ich noch Waffen? Ja, habe ich. Okay. Okay, das wird der neue Boss jetzt sein, Leute. Der alte Finnegan. Ach du Scheiße. Oh, das war geil. Das war geil. Das... Okay, Scheißwaffe. Schmeißt er mit Eis? Hier, friss Bienen. Friss Bienen, du Hure. Ja, du bist der Wichser. Ja, ich glaube, das bringt auch nicht so viel. Moment. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Ich sehe den nie. Ich sehe den echt nicht. Tut mir leid, Leute. Ja. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade total durcheinander. Meine letzte Session ist leider doch ein wenig länger her und deswegen... Moment, was ist denn jetzt hier was? Das ist Kamera. Das ist... genau. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Na gut. So, wir versuchen es doch mal, laden vorher vollständig nach und dann wird es dem Finnegan an den Kragen gehen. Auf jeden Fall. Da ist er. Boah. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Ha! So, und jetzt fotografieren. Oh. Also, ich fühle mich so voll wie ein schwangeres... Ach. Der ist aber auch echt nicht ganz dichter Typ. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Ja, soweit war ich auch schon, danke. Nee. Ah, da wird es aber weitergehen, theoretisch. Gut, wir setzen das nächste Foto in Quadrichon ein. Ist hier irgendwas? Ein Peppriegel und ein Kuchen mit Cremefüllung. Yam, 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 yam. Zwar tiefgefroren, aber hey, oi. Wir sind hier, glaube ich, nicht sehr sonderlich wählerisch. Oh, oh. Na, komm her. Ich habe hier was für dich. Komm her, komm her. Oh Gott. Spider-Splicer auch noch, ich glaube es nicht. So, der eine hat... Nein, ich auch noch ein Big Daddy. Okay, Moment. Lassen wir die beiden mal kämpfen. Uah, leck. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Der hat noch voll Energie. Kannst du voll vergessen. Ich werde noch nicht gegen ihn kämpfen, Leute. Erst später. Aber... Später muss er dran sein. Es wird immer Zweifler geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Nein. Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Okay, nee, ich zweifle nicht an dir. Ist alles cool. Hehe. Ja. So, dann gucken wir jetzt mal weiter. Was haben wir jetzt hier bekommen? Wieder ein Geschenk. Ah. Und drei Verbandskästen. Hm, jetzt könnten wir es eigentlich gegen Bidetti versuchen. Tun wir es? Wir tun's. Vor allem ist es hier einer mit so einem einigermaßen überschaubaren... Woch, du Scheiße. Uiu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 
Fuck. Nachladen. Oh! Scheiße. Oh mein Gott. Gut, Leute, aber den machen wir jetzt noch. Dann würde ich meinen Part dann höchstwahrscheinlich beenden. Jetzt brauchen wir erstmal eine Waffe, die reinhaut. Splittergranate. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Okay, da ist er. Wir werden ihn mit einer Splittergranate überraschen. Oh, das klappt gut. Das klappt gut. Das klappt gut. Das klappt sehr gut. Das klappt super gut. Oh Gott, hält er viel aus. Moment. Na, da kommt sowas raus. Ja, kommt er. Geil. Hallo. Ja, lad doch bitte alles nach. Scheiße. Das war jetzt irgendwie blödes Kampfareal. Schon wieder hier jetzt? Ach man. Moment. Wenn ich jetzt hier durchschieße, läuft er dann auch durch diese... Das ist ein Versuch wert. Kommt er auch hierher? Kommst du hierher? Oh, er ist gestorben. Krass. Ach, wegen dem Feuer hier. Hab ich den verkohlt. $69 in the bank. Wir retten dich natürlich. Sehr, sehr geil. Okay. Du bist befreit. Wunderschön. Ich mag's immer wieder. Es ist schön. Bitteschön. Oh ja, schick mir was. Schick mir am besten eine Frau. Ich meinte natürlich einen Lutscher. Gut, Leute. Ich will aber noch gerne wissen, was ich beim nächsten Part machen muss, dass ich gleich mit voller Energie einsteigen kann. Was soll ich denn jetzt machen? Ah, hier. Halt. Da, was kommt denn hier rein? Kauns Meisterwerk. Oder steht's hier? Cohen will, dass du Silas Cobb findest und ihn wegen seines Meisterwerks töstest. Cobb war früher oft in einem Laden namens Rapture Records im Poseidon Palaza. Ach, das ist schon wieder da. Du wirst den Flegel wahrscheinlich einen eher hören als sehen. Nein! Nein. Nicht gruselig, nicht noch gruseliger. Zum Glück habe ich die jetzt gesehen. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Part. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf den nächsten Part. Ihr auch, ja. Und das war Part 19. Und dann geht's weiter in Part 20, wenn wir hoffentlich dieses Quadra irgendwas, vergessen wie es heißt, fertigstellen und uns vielleicht dann dem Führer dieser Gegend begegnen werden. Also dann, haut ihr rein. Das war eine scheiß Verabschiedung. Tschüss.